Hey, wir spielen heute wieder Master Builders auf dem Mindflex-Server und wieder mit Andy. Hallöchen. Ja, Picknick. Picknick, okay. Das hatte ich auch noch nicht. Und natürlich kommt wieder ein wunderschöner Zug bei mir und ich muss wieder das Fenster schließen. Ich liebe das ja, wenn ich das tun muss. Was ist denn so deine Erfahrung mit Picknick? Ich klau das jetzt einfach mal. Ja, Picknick, ich glaube. Picknick, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es ist einfach Picknick. Ich baue hier gerade so eine Picknickdecke, was man überall kaufen kann und ja. Ja, bei IKEA auch und so. Danke für 1 Million Euro Product übrigens. Nein, das ist Firmenplacement oder Placement. so. Firmen Placement. Alles klar. Irgendwie sieht das eher so aus wie Schweizer Käse, was ich hier baue. Aber okay. Es sieht überhaupt nicht so aus. Tschüss. Ja, ihr habt schon gemerkt, dass ich in letzter Zeit nur Müll rede, deswegen redest du jetzt am besten mal. Ja, ich weiß auch nicht, was ich so sagen soll. Schule beginnt. Das haben Schule wir in den beginnt. letzten 3 Videos ja auch schon gesagt. Ja, wir wollen euch da auch gar nicht dran erinnern, dass jetzt wieder die schlimmsten Zeiten eures Lebens beginnt. Also, vielleicht ist es ja auch nicht die schlimmste Zeit. Vielleicht sind in eurer Klasse ja tolle Menschen. In meiner Okay. nicht. Aber ja. Weiß nicht, wie man Picknickkorb macht am besten. Ein Korb. Das. Ah, einen Baum kann ich doch machen. Zack. Mir fällt eigentlich gerade gar nichts ein. So. Zack. Okay, ich muss den Untergrund wechseln, weil ich auf Clay überhaupt nichts bauen kann. Zack. Hallo? Hallo. Hallo? Ich probiere jetzt was ganz Interessantes und schau mal, ob das geht. Ja. Ja, toll. Dankeschön, Leben. Was ist los? Hier, das hat mir gerade alles kaputt gemacht, was ich gebaut habe. 3 Minuten nur noch. Oh. Ja, und jetzt muss ich ganz schnell alles abreißen, weil... Ja, Wasser ist nicht gut, merkt ihr das? Wasser ist nicht gut. Aber ich denke, das passt so. Vielleicht ist das jetzt sogar so schöner. Kann ja sein. So, ich muss erstmal meine Hexe ausmachen. Alles Aha, klar. interessant, dass da hier kommen Hexe ans Licht. Aber wen hat's gewundert? Wir wussten ja alle, dass er hackt. Hat man ja in der letzten Dominate-Folge gesehen. Nee, Ja. Spaß. Nein, du hackst. Oh, was? Ja. Hacker halt. Hecker, Hecker, haha. Jo, ich weiß echt gar nicht, was ich jetzt so eine Codeart bauen soll. Oh. Ah, das kann ich nur bauen. Ah, lol. Da muss ich jetzt anziehen. Es muss jetzt schnell sein, meine ich. Komm schon.30 Oh, 30 Sekunden. Sekunden. Kann man das da reinwerfen? Oh, ich muss das echt noch fertig bekommen. Ich habe so eine gute Idee gerade gehabt.
Komm, komm, komm. Ja, ich hab's noch geschafft. Ja, ich auch. Ich denke, das passt, wenn's nicht die spawnt. Also, da hat sich der ja überhaupt keine Mühe gegeben. My eyes are bleeding. Also, da hätte man echt... Es ist explodiert. Er ist einfach erst und kriegt direkt einen Korb. Das ist ein La... Ja. Ich würde sagen, da hat man sich echt Mühe gegeben. Also... Die Idee ist gut, aber die Umsetzung halt nicht so. Ja, das ist... eigentlich ganz cool aus. Ja. Boah, das geht auch, hat aber nichts mit Picknick zu tun. Mhm. Deswegen muss ich leider meine Augenblüten geben. Leider. Boom. Oh, shit. Die Bäume sind nicht, selber gebaut, was? Oh, hier ist ja niemand, das hat nichts. Gut. Ja, na, jetzt... Nee, das ist echt gut. Also ich finde das schön. Der hat das gut umgesetzt. Mit dem Picknickkorb, das ist also echt schön geworden. Also wenn du da gut gibst, dann musst du bei meinem aber bitte Wow, Everything is Awesome geben. Das ist okay. Das ist auch gut gemacht, dass er einfach das ja so hergedroppt hat. Ja, weil wenn man da näher kommt, dann explodieren eigentlich die Items. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja, ich finde das ist gut. Auch. Das ist. Ja, das ist selten, nicht Picknick, aber... das ist Camping. Ja, aber das hat er auch gut gemacht. It's okay. Ja, ich gebe leider mal so Bleeding, weil es nichts mit Picknick zu tun hat, meiner Meinung nach. Ja, aber es ist schon schön. Ja, die Idee hat man auch gut umgesetzt. Mit dem Picknickkorb. Nicht schön. Da liegt ja auch was drinnen. Dass die sich jetzt ins Boot reinsetzen, ist glaube ich nicht gewollt. Ja. Oh, gut, das ist auch ganz schön. Ja. Ist sogar ein kleiner Hund, ja, also. Für den Hund gibt's ein Gut. Ja, ich gebe auch ein Gut. Ja, Hunde sind nämlich immer toll. Ja. Ja, ist also ich denke tatsächlich nicht, dass ich Chancen habe. Ja, Gruppenpicknick. Ja, das ist okay, das ist okay. Also da hat man sich auch ein bisschen Mühe gegeben. Nur hätte ich glaube den Untergrund hätte ich schon gechanged, weil. Ja. Ich glaube, das ist deins. Ja, das ist meins. Ja. Boah. Also ich finde. Da hätte man noch was Besseres. Da hätte man echt was Besseres machen können noch, aber. Du bist auf dritten Platz. Du bist auf dem dritten Platz. Ich bin vierter. Boah, das ist eigentlich ganz schön geworden. Ja. Ja. Dann würde ich sagen. Hängen wir noch eine Ja, genau. Obwohl. Das Video ist 8 Minuten schon wieder. Ich will nicht, dass das wieder 20.000 Trilliarden Minuten lang ist. Ich würde einfach sagen, wir beenden hier die Folge, aber es wird einfach irgendwann noch eine dritte Folge Master Builders geben. Dann könnt ihr mal irgendwas anderes machen in der Zeit. Oder ihr könnt auf Andys Kanal gucken. Da gibt es aber kaum Videos. Also der macht leider nicht immer Videos, weil ihm das zu viel Arbeit ist. Ja, bei mir ist es so, ich bin echt faul und so, aber ich versuche echt regelmäßig Videos zu machen, was aber gar nicht funktioniert. Ja, also jetzt ganz schnell, ich muss das Video beenden, weil die Runde beginnt. Okay, tschüss. Also